So, nochmal einen wunderschönen guten Abend. Wer mich noch nicht kennt oder noch nicht so gut kennt, mein Name ist Rosemarie Kirner. Ich komme aus dem nördlichen Teil von Bayern, bin fast 52 Jahre alt und begeisterte Investorin von dieser, innovativen, wirklich außergewöhnlichen Transporttechnologie, über die ich Ihnen heute berichten darf. Skyway, die Zukunft beginnt jetzt. Wir haben es festgestellt, wir haben schon einige Veranstaltungen in der Vergangenheit jetzt besucht und ja, wir werden heute hören, dass es wirklich nicht mehr eine Zukunftsmusik ist, sondern sehr, sehr real alles ist. Es wird heute darum gehen, was ist Skyway? Generell, was bedeutet diese Technologie? Welche Vorteile verspricht uns diese innovative, neuartige Technologie? Was ist eine lineare Stadt? Dann, welche Anwendungsgebiete oder Branchen kann man damit abdecken? Wer ist der Erfinder natürlich, der Generalkonstrukteur? Was ist der Ökotechnopark, der ja im Moment total in aller Munde ist? Denn ja, am 29. haben wir ja die ersten Live-Vorführungen dorthin und ja, natürlich die Auswirkungen der InnoTrans in Berlin, die wir im September hatten und aktuell wie immer, wie jede Woche, die News der Woche. Skyway, was ist Skyway? Skyway ist eine ganz besondere Hochbahn, die auf einem speziellen Schienensystem sich bewegt. Man sieht es hier ganz deutlich im Bild. Hier mal mit meinem Pfeil. Hier, wir haben hier diese Pfeiler, das sind die leichteren Pfeiler und hier haben wir ein spezielles Hochbahnkonstrukt, ein Schienensystem, nicht so wie wir es bisher kennen, sondern eine etwas außergewöhnliche Art, die ich Ihnen heute noch etwas näher bringen werde. Und auf diesem Schienenkonstrukt, dieser speziellen Schiene, kann man mit Höchstgeschwindigkeiten bis zu 500 Stundenkilometern fahren. Die Höhe dieser Tragmassen, die Sie hier sehen, bewegen sich in der Regel zwischen 6 und 10 Metern, können aber bei Bedarf auch auf 15 bis 30 Meter erhöht werden, je nach Gelände natürlich. Die maximale Bahnneigung ist 15% oder mehr. Und was natürlich sehr beachtlich ist, da werden wir heute noch ein bisschen mehr darüber hören, ist der extrem niedrige Kraftstoffverbrauch. Würde man das Ganze jetzt mit Dieselmotor betreiben, würde man unter einem Liter, sprich bei 0,7 bis 0,9 Liter Dieselkraftstoff liegen bei circa 300-360 Stundenkilometern. Und die Baukosten sind auch außergewöhnlich niedrig bei dieser Bahn im Verhältnis zu anderen, nämlich bei 2 bis 3 Millionen US-Dollar. Das ist für so eine Technologie gleich null. So, was wir hier sehen, das ist ein weiterer Pfeiler, der verarbeitet wurde zu einer Zusteigemöglichkeit, zum Beispiel zu einem Bahnhof. Man sieht es hier ganz deutlich, die Schienen gehen hier durch. Man hat hier hinten eine Hochbahn, es könnte eine Regional- oder eine Highspeedbahn sein, und hier unten ein Hängemodell. Hier beides ein Personenfahrzeug. Hier auch nochmal ein Personenfahrzeug. Diese Schienen sind in der Regel gerade ausgerichtet. Wenn man um die Kurve möchte, dann braucht man spezielle Kurvenelemente. Und eben speziell auf diesen Tragmassen, sprich entweder diese Ankerpfeile, wie wir ihn hier sehen als Bahnhof, oder diese schmalen Pfeiler, auf diesen ist eben dieses Schienenkonstrukt aufgebaut. Und diese Fahrzeuge sehen zwar ähnlich aus wie eine Straßenbahn vielleicht oder wie eine Eisenbahn, sind aber spezielle Bahnfahrzeuge, die zusätzlich, wir haben es ja hier mit einer Hochbahn zu tun, mit einem speziellen Anti-Entgleissystem ausgestattet sind und die auf speziellen Stahlrädern sich bewegen, die ich Ihnen dann gleich nochmal näher bringen werde. Der Antrieb ist meist mit Elektrizität, entweder mit normalen Elektromotoren, Hybridmotoren, aber man kann das Ganze auch mit Dieselmotoren, Benzinmotoren, Turbinenmotoren oder alternativ auch, wenn es notwendig wäre, mit Erdgas, Methan, Wasserstoff, Spiritus und allen anderen umweltfreundlichen Kraftstoffen betreiben. Man könnte, wenn man wollte, auch externe Stromquellen hiermit integrieren
oder zum Beispiel Batterien, Kondensator oder Molekularstromspeicher und was es da alles so auf dem Markt gibt, mit einbauen. Wo ist das Ganze dann integriert? Die Technik, der Motor, egal bei welchem Fahrzeug, ist immer im Dach integriert. Hier zum Beispiel hier oben, man könnte einen Elektromotor einbauen oder Hybrid oder zugleich einen Dieselmotor, eine Batterie, je nach Bedarf, je nach Strecke, je nach Gelände. Man hat ja unterschiedliche Gegebenheiten und so kann man das Ganze auch entsprechend anpassen. Das ist schon mal das Besondere an dieser Bahn. So, und jetzt schauen wir uns diese außergewöhnliche Schiene etwas näher an. Wir sehen hier den sogenannten String, ein Querschnitt dieses Strings. Das heißt, in der Mitte ist der String, das ist ein Bündel extremst vorgespannter Stahldrähte, die umgeben sind mit einem Befestigungselement. Und dieses Befestigungselement ist hier seitlich befestigt am Schienengehäuse. Und der Zwischenraum hier zwischen dem Befestigungselement und dem Schienengehäuse ist mit einem speziellen Füllstoff, der patentiert ist und nur Junitzki und sein Team weiß, wie das Ganze sich zusammensetzt. Und das ist ein spezieller Spezialbeton. Und hier könnte man auch zum Beispiel noch die Kommunikationstechniken wie zum Beispiel Stromleitungen, Telefonleitungen, Internetleitungen mit integrieren. Und oben sehen wir hier bei diesem Schienenquerschnitt, das ist eine sogenannte Hochbahn, ein Hochbahnelement, schon mal diese Geradheit dieser Schiene. Und ich habe letztens ein Video gesehen, nochmal von Junitzki, genau diese extreme Geradheit, dass man diese Auflagefläche vom Rad auf der Schiene, dass das extrem eben ist, das ist dafür verantwortlich, dass wir auch extrem wenig Energie benötigen. Da komme ich gleich dazu. Gut, die Schiene selber gibt es für verschiedene Zwecke. Einmal als flexible Schnittfrei-Stringschienenstruktur, wenn man zum Beispiel so eine Seilbahn, Möglichkeit bräuchte, könnte ich mir vorstellen, im Hochgebirge. Die Schweiz könnte sich dafür interessieren. Oder dann hier diese halbstarre Schnittfrei-Stringschienenstruktur, wenn man das Hängebrückenmodell verwendet. Das werden wir auch noch näher kennenlernen. Da muss das Ganze etwas beweglicher sein. Hier unten sieht man es etwas deutlicher, diese Hängebrückenart. Und dann natürlich die starre Konstruktion. Das ist für die Highspeedbahn oder die schnellere Regionalbahn außerhalb der Ortschaften. Weil hier drauf, auf dieser Schienenkonstruktion, kann man bis 500 Stundenkilometer fahren. Hier bei den oberen nur bis zu 150 Stundenkilometern. Das ist eben der große Unterschied. Und hier in diesen Konstrukten kann man eben auch Elemente wie eben Kommunikationskabel oder alles für die Infrastruktur notwendige Leitungen mit integrieren, sodass man nicht mehr Straßen irgendwie aufbuddeln muss und ja, vorhandene Straßen zerstören muss, weil man irgendwelche Leitungen verlegen muss. Das kann man hier alles in dieser Schiene mit integrieren. Hier haben wir nochmal ein Hochbahnstück. Und hier noch eine Aufhängung, wie es bei einem Hängemodell dann befestigt wird. So, was ist das? Was ist noch das Besondere? Das kann man hier auch sehen an diesem, ja, sage ich mal, an dieser starren Konstruktion. Es hat keine Stöße und Dehnfugen, zum Beispiel so Temperaturfugen, die im Sommer ja oder auch im Winter manchmal Schwierigkeiten machen. Es zeichnet sich aus durch eine besondere Geradheit. Nur höchstens mal ganz sanfte Krümmungen will man um die Kurven, braucht man spezielle Kurvenelemente. Die werden Sie dann beim Ökopark nochmal kurz sehen. Und bedingt durch diese Konstruktion, dass es eben keine Stöße, keine Dehnfugen und eben immer geradeaus geht und diese Auflagefläche sehr breit ist, das kann man auch hier oben ganz gut sehen, kann man natürlich erstens mal sehr viel Energie einsparen und zweitens mal Hoch- bis Höchstgeschwindigkeiten zurücklegen, eben bis zu 500 Stundenkilometern. Man hat keine Stoßbelastung und wie gesagt, extrem wenig Energiebedarf. Würde man das Ganze zum Beispiel mit Elektrizität betreiben, und das wird auch der Schwerpunkt sein, dann bräuchte man bei einem Fahrzeug mit 5 Tonnen
bei einer Fortbewegungsgeschwindigkeit von 450 Stundenkilometern gerade mal 9,2 Kilowatt. Würde man das Ganze mit einem LKW auf einer Pneumatiktechnologie, sprich Luftreifentechnologie, fortbewegen, müsste man mit 1100 Kilowatt das Ganze beschleunigen. Also man sieht hier schon den Unterschied, 9,2 zu 1100 Kilowatt im Strombedarf, das ist extrem. So, und hier kommen wir zu einem weiteren technischen Vorteil dieser Bahn, nämlich das sogenannte Anti-Entgleissystem. Natürlich, wenn wir uns jetzt von der Logik her das ansehen, oh Gott, das ist in der Höhe, wie ist denn das, wenn mal der Wind ziemlich stark geht, was ist, wenn es stürmt? Wie sieht es denn da aus? Ist das dann auch sicher oder kann diese Bahn dann abstürzen? Diese Frage hat sich natürlich auch Junitzki gestellt und hat aus diesem Grund ein spezielles Anti-Entgleissystem entwickelt. Das sehen wir hier im Bild. Hier dieses Rad, man sieht hier ganz deutlich, das liegt ganz flach auf. Keine Bewegung nach links oder rechts, sondern es bewegt sich auf der ganzen Fläche, nicht wie bei der Eisenbahn, wo man hin und her schwenken könnte. Und das Ganze ist seitlich abgesichert eben mit diesem Anti-Entgleissystem. Das heißt, es fährt hier seitlich nochmal ein Rad mit. Und so ist das Ganze nochmal um das Zehnfache besser abgesichert. Erstens mal haben wir natürlich schon die Thematik, dass es sich in der zweiten Ebene bewegt. Aber hiermit hat man gewährleistet, selbst wenn die Bahn hier nach unten kippen würde, das heißt um 180 Grad, nach unten sich bewegen würde, sichert dieses Anti-Entgleissystem die Bahn ab vor dem aus den Schienenstürzen. Natürlich wäre es sehr ungemütlich, wenn man da drinnen sitzt, wenn man plötzlich dann auf dem Dach liegt, aber zumindest könnte man nicht abstürzen. Und das, denke ich, ist schon ein ganz wichtiger Faktor. Hier natürlich nochmal ein etwas längeres System, wie die Schiene eben so aussieht. Also man sieht schon, kein irgendwie gewöhnliches Rad. Hier schauen wir uns das Rad nochmal etwas genauer an. Und zwar hier einfach nochmal zerlegt in seine Einzelteile. Ich bin kein Ingenieur, muss ich auch gar nicht sein. Aber was man hier ganz deutlich sehen kann, ist einfach diese Glattheit. Diese Glätte und auch die Glätte der Schiene ist mitverantwortlich, dass das Ganze erstens mal sehr leise sich fortbewegt natürlich. Wozu natürlich auch noch die Aerodynamik kommt. Und dann hier haben auch noch die Motoren integriert. Also das Rad ist etwas ganz Besonderes. Das ist auch patentiert und das wird Junitzki auch nicht aus der Hand geben in Bezug auf die Herstellung. Also die Räder werden definitiv immer von Skyway Group selbst hergestellt. Man hatte das Ganze auch sich Naturas ansehen können auf der InnoTrans in Berlin, wer dort war. Und hier habe ich noch eine Folie zur Aerodynamik. Also wer Russisch kann es selber lesen. Ich kann kein Russisch, aber ich werde Ihnen versuchen, das zu erklären. Die Formel brauchen wir auch gar nicht wissen. Fakt ist, um was geht es hier? Um die Aerodynamik, das heißt um die Fortbewegung. Schauen wir uns das Ganze mal hier unten an. Im Bild, halt mein Teil. Hier unten sieht man schon deutlich, diese Fahrzeuge sind sehr aerodynamisch geschnitten. Das heißt, das Ganze hat wenig Widerstand, schon grundsätzlich, wenn jetzt der Wind geht oder so, man hat wenig Luftwiderstand. Genau um diesen Luftwiderstand geht es generell hier bei dieser Formel. Nämlich, würde man zum Beispiel einen Ferrari oder irgendeinen Sportwagen fortbewegen, dann hätte man einen Widerstand von 0,3 bis 0,4. Hier bei einer Eisenbahn zum Beispiel, die ja auch schon sehr aerodynamisch geschnitten ist, hätte man einen Widerstand von 0,2. Und bei dieser Hochbahn, bedingt dadurch, dass sie sich auf der zweiten Ebene bewegt und nicht auf den Boden eben gedrückt werden muss, wie zum Beispiel ein Rennwagen oder eine Eisenbahn, hat man hier nur einen Widerstand von 0,0. Also man sieht hier schon ein Vierfaches oder ein Viertel von dem, was der Widerstand ist bei der zum Beispiel der Intercity-Bahn. Und das soll einfach das hier aussagen auf dieser Folie. Ich habe sie leider noch nicht in Deutsch, ich hoffe es kommt irgendwann. So, wo liegen jetzt ganz besonders diese Vorteile dieser Skyway-Bahn? Natürlich in erster Linie
in den Baukosten. Wir haben ja schon gehört, 2 bis 3 Millionen ungefähr ein Kilometer Strecke. Wenn man das Ganze jetzt vergleicht, zum Beispiel mit der Magnetschwebebahn, viele denken, oh, das ist ja wie eine Magnetbahn oder eine Einschienenbahn, haben wir doch alles schon, was wollt ihr uns dann Neues erzählen? Nein, nein, hier sieht man ganz deutlich, dass es sich schon bei den Baukosten ganz massivst unterscheidet. Die Magnetbahn zum Beispiel das 18-fache, die Einschienenbahn das 12-fache und die Eisenbahn zum Beispiel das Doppelte. Das liegt einfach daran, weil man hier relativ wenig Material braucht, nämlich beim Stahlbedarf extreme Ersparnisse im Vergleich zur Einschienen- oder Magnetbahn, auch einen sehr geringen Flächenbedarf, was natürlich auch eine Rolle spielt. Und die Erdarbeiten, die sind auch wesentlich weniger als zum Beispiel bei der normalen Eisenbahn. Also da merkt man schon erhebliche Kosteneinsparungen bei den Baukosten. Dann kommen wir natürlich, wenn wir niedrige Baukosten haben und auch niedrige Fortbewegungskosten, dann kommen wir zu dem Faktor, dass wir auch ganz schnell das Ganze amortisiert haben. Das heißt, es wird sich ganz schnell rentieren und wir werden in den Plusbereich kommen. Ein wichtiger Faktor für jemand, der bauen möchte, jeder sagt natürlich, es sollte sich möglichst innerhalb von 3 bis 5 Jahren amortisieren, dann ist das Ganze interessant. Was natürlich bei den klassischen Formen definitiv noch nicht der Fall ist. Also wie gesagt, wir haben keine hohen Transportkosten, weil wir einen niedrigen Energiebedarf haben. Wir haben niedrige Herstellungskosten im Vergleich zu anderen und bedingt dadurch natürlich eine ganz schnelle Rentabilität. So, und jetzt nochmal zu den Betriebskosten, die ich ja schon erwähnt habe. Zusätzlich zu den Betriebskosten hat es noch den Vorteil, es ist bei jedem Wind und Wetter kann diese Bahn fahren. Werden wir dann noch am Beispiel Australien sehen, dass das entscheidend ist. Weil wenn es jetzt zum Beispiel ein Transport gemacht werden muss und Pipeline beispielsweise und man hat extrem niedrige Temperaturen, dann hat man Ausfälle im Transport. Mit der Skyway-Bahn ist das nicht der Fall, egal welches Wetter. Sie kann immer fahren. Sie kann eine hohe Fahrgeschwindigkeit zurücklegen, ist natürlich auch interessant, weil man schneller von A nach B kommt. Das Ganze ist automatisch gesteuert, das heißt, man braucht kein Personal, ist alles computergesteuert. Niedriger Kraftstoffverbrauch haben wir schon erwähnt, unter 1 Liter bzw. 9,2 bei Energie oder bei Strom. Und ein bedienarmes System. Das kommt natürlich folglich dadurch auch, dass alles computergesteuert ist. Geringe Abschreibung haben wir auch. Warum? Erstens mal eine lange Lebensdauer der Bahnstrecken, natürlich auch niedrigere Herstellungskosten, also brauche ich auch nicht so viel abschreiben. Die Tragmasten oder die Schienenfahrzeuge, wenn sie in der Masse produziert werden, sind im Verhältnis auch wesentlich günstiger. Und wie gesagt, das ganze Konstrukt ist einfach wesentlich schneller rentabel. Zusätzlich verwendet man alles, was schon an handelsüblichen Materialien da ist. Warum was erfinden, was schon gut ist? Und so kommen wir alles in allem auf erstens niedrige Betriebskosten und wie gesagt auch niedrige Herstellungskosten. Bei den Betriebskosten sieht man es jetzt auch wieder ganz deutlich. Einschienenbahn, Magnetbahn extrem mehr. Die Magnetbahn sogar das 30-fache. Zur Skyway-Bahn, die Eisenbahn trotzdem noch das Doppelte. Na gut, und die Autos oder ich sage jetzt mal die LKWs, das 12-fache. Man merkt ja, ich meine, man kann ja eins und eins zusammenzählen, ist wesentlich teurer in der Fortbewegung. Und hier haben wir noch ein paar Möglichkeiten, wie das Ganze gesteuert werden kann, automatisiert gesteuert werden kann. Zum Beispiel in der Stadt könnte man bei Bedarf alle 2 Sekunden so eine Bahn fort also anfahren lassen, zum Beispiel zu Stoßzeiten, zu Hauptverkehrszeiten, Berufsverkehr und so weiter. Dann wird das Ganze geregelt, zum Beispiel durch Stereokameras, durch Radar, Laserstreckenmessgeräte und was es so alles auf dem Markt gibt. Man muss ja nichts neu erfinden, was schon da ist. Wir sagen immer, Skyway hat alles integriert, die haben sich überall die Rosinen rausgepickt, was gut ist.
Und hier noch eine gigantische Möglichkeit, die mir auch sehr imponiert hat. Man kann streckenweise hier bei diesen Kurzstrecken von 500 bis 2 Kilometer ist das Ganze machbar, könnte man hier dieses Hängebrückenmodell einsetzen. Und wie in diesem Beispiel hier zwischen diesen zwei großen Türmen, könnte man bei einer Distanz, hier haben wir 1 Kilometer, könnte man die Bahn komplett ohne Energie fortbewegen. Das kann man ganz genau ausrechnen, indem man einfach hier berücksichtigt, wie tief muss es runtergehen. Hier bei 1000 Meter wären zum Beispiel 50 Meter, bei 2000 wahrscheinlich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ich bin kein Techniker. Fakt ist, das kann man ganz genau ausrechnen, indem man einfach die Gravitation, das heißt die Erdanziehung, ausnutzt, weil die zieht uns ja automatisch nach unten, sodass man nach unten null Energie benötigt. Und die Gravitation, das heißt die Erdanziehung, wieder ausnutzt für den Bremsvorgang, sodass es eben die zweite Hälfte zum nächsten Turm hin, dass man null Energie braucht zum Fortbewegen bzw. zum Bremsen. Also gigantisch, was Sie sich hier alles einfallen haben lassen. Und das Ganze, ohne dass man irgendwelche Energierückgewinnung eines Rekuperators verwenden müsste und so weiter. Also auch da sieht man, man legt hier wirklich sehr viel Wert auf Energieersparnis und auf Ökologie. Natürlich für uns Menschen ist es eines auch wichtig, wie komfortabel bewege ich mich vorwärts, wie bequem habe ich es. Weil wir haben ja unser bequemes Auto, aber das ist sehr unbequem, wenn man lange unterwegs ist, weil man sich ständig konzentrieren muss. Hier bei dieser Bahn setze ich mich rein. Ich habe hier eben diese schnittfreien Schienen, die eben sich auszeichnen durch eine extreme Geradheit. Es ruckelt nichts, es zuckelt nichts, es rumpelt nichts. Es ist alles sehr eben. Dazu gibt es keine Kreuzungen. Wenn man die Richtung wechseln will, dann spielt sich das in speziellen Türmen ab, sodass man einfach bei der einen Bahn aussteigt, dann mit dem Fahrstuhl nach unten sich bewegt und dann umsteigt in die nächste Bahn oder in die andere Richtung, oder es sind spezielle Kurvenelemente eingebaut. Aber dass man sagt, man muss jetzt stehen bleiben wegen einer Kreuzung, ist hier nicht der Fall. Es gibt keinen Stau auf dieser Höhe. Das Ganze ist automatisch gesteuert, ist nicht abhängig, ob ein Mensch jetzt gut das Ganze steuert oder weniger gut. Dann ist es auch sehr interessant, gerade in den Städten. Man hat keine langen Wartezeiten oder Fahrzeiten. Fahrzeiten natürlich durch die Geschwindigkeit, Wartezeiten durch die schnellen Umsteigemöglichkeiten in den Ankerpfeilern oder Türmen, wo sich das Ganze abspielt. Und so sind wir auch hier beim Komfort natürlich extrem gut dran. Da ist jetzt die Einschienenbahn oder die Magnetbahn noch relativ gut dabei. Aber auch hier Skywaybahn wieder mit 100% am besten. Zum Thema Verkehrssicherheit haben wir ja schon gehört, das Ganze bewegt sich auf der zweiten Ebene. Kann man hier auch ganz gut sehen auf diesem Bild hier, wie es im Meer draußen aussehen könnte. Wir haben keinen Zusammenstoß natürlich mit Landverkehrsmitteln, mit Fußgängern, Fahrradfahrern oder was auch immer sich auf dem Boden bewegt. Wir haben eine hohe Stabilität dieser Schienenfahrzeuge und dieses spezielle Anti-Entgleissystem, die Einzelradfederung. Dann reduzieren wir das Ganze natürlich, weil es hier keine Grund- oder Oberflächenwassereinspülung gibt. Und was wir auch gehört haben, diese Schiene ist extrem gespannt. Das ist sogar getestet bei Erdbebensicherheit. Würde jetzt hier zum Beispiel dieser Turm wegbrechen? Natürlich nicht, wenn alle wegbrechen oder wenn die Erde aufgeht. Aber würde jetzt ein so ein Turm wegbrechen, dann würde dieses Schienenkonstrukt immer noch, weil es so stark gespannt ist, das Ganze aufhalten, ohne dass die Schiene irgendwie bricht. Natürlich muss man hier immer bei Naturkatastrophen sagen, von bis zu einem gewissen Grad, wenn die Erde sich unter der Schiene öffnet, dann wird wahrscheinlich da auch hier ein Problem sein. Aber man kann hier wesentlich höhere Sicherheit erreichen, wie bei jeglichen anderen Transportmöglichkeiten. Überschwemmung ist sowieso kein Thema, weil es sich ja auf der zweiten Ebene bewegt. Also auch hier haben wir schon gesehen, wieder weit im Vorteil. Und zum Thema Umweltfreundlichkeit.
Es gibt keine staubbildenden und umweltschädlichen Erdaufschüttungen und Aushübe wie zum Beispiel beim Straßenbau, keine Hindernisse für die Tierwanderungen. Die Frösche dürfen sich ohne Probleme fortbewegen, ohne dass sie vom Auto überfahren werden. Keine Bodenversumpfung. Es gibt ja geringen Widerstand, nur der kleine Pfeiler braucht nicht so sehr viel Platz wie zum Beispiel eine Straße. Dann natürlich der niedrige Kraftstoffverbrauch, überhaupt kein Thema. Keine Hochspannung wird benötigt, man könnte sie aber integrieren, falls vorhanden. Und keine elektromagnetischen Felder, wie zum Beispiel bei der Magnetbahn. Das heißt, wenn die Bahn oben drüber fährt, die Felder unten drunter werden nicht gestört. Es wird nichts ausgestoßen, dass die Ernte eben vielleicht zerstören würde oder belasten würde. Es gibt kein Abgas, kein Tausalz, keinen Reifenabrieb und natürlich auch keine Asphaltdecke, die ja auch nicht unbedingt gesund ist. Und auch hier sieht man wieder wesentlich im Vorteil in Bezug auf Umweltfreundlichkeit. So, und so stellt sich Junicki die lineare Stadt mal später aus. Diese Türme haben die Besonderheit, sie sind ein sogenannter Überwasserinselplatz, der als Parkanlage auch ausgestattet ist. Man kann das ganz gut hier sehen. Hier wachsen Bäume drinnen, die hier regelrecht drinnen wachsen. Hier werden Wohnungen integriert werden, hier werden Geschäftshäuser drinnen integriert werden. Ich könnte mir vorstellen, Restaurants und so weiter. Hier könnte man beispielsweise eben dazwischen dieses Hängebrückenmodell nutzen, aber auch hier quer werden eben, das sieht man hier oben besser, werden diese Trassen dann gebaut werden. Und in den Türmen ist einfach dann die Umschlagsphase. Also hier wird es dann einfach umgestiegen und die Richtung gewechselt. Und da kann man auch mit einem Aufzug hochfahren und dann eben in eine andere Bahn einsteigen. Und hier unten die Erde, die gehört dem Fußgänger, den Pflanzen und den Grünanlagen. Das ist die Vision und diese Vision, die kann ich komplett unterstreichen. Also wie gesagt, Verkehrslinien in die Höhe, auch Kommunikation in die Höhe, Informationstechnik in die Höhe und eben die Erde gehört wieder uns Menschen. Ich finde die Idee gigantisch. Hier sieht man es nochmal schön deutlich, hier unten sogar die Häuser integriert, wie das Ganze eben aussehen könnte. Das Ganze ist auch relativ leise, viel leiser wie herkömmliche Transportmethoden. Das werde ich auch immer wieder gefragt. Bedingt durch diese Konstruktion, durch dieses Transportwesen hat man natürlich wesentlich niedrigere Straßenbaukosten, wesentlich weniger Emissionsausstoß, zum Beispiel eben wie es beim Auto ist, Abgas. Haben wir das Thema immer wieder in Großstädten, darf man nur mit der Plakette rein, ältere Modelle dürfen da nicht mehr in die Stadtmitte, das Problem hätten wir alles hier nicht. Natürlich werden zahlreiche Verkehrsunfälle dadurch verhindert, vor allen Dingen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Verhinderungen von Staus in der Stadt und natürlich der Wiederaufbau der Ökosysteme, das wäre definitiv hier das Ziel. So, und jetzt kommen wir zu den Faktoren, wo kann man diese Bahn denn einbauen? Im Grunde kann man sagen, überall. Man kann sie überall nutzen, es gibt eigentlich nichts, wo man sie nicht nutzen kann. Ja, es ist unglaublich. Natürlich in erster Linie, wo wir alle sagen, mein Gott, mal weg mit den LKWs von der Straße. Das wäre natürlich ein Riesenvorteil für uns alle. Also die Güterbeförderung. Bei der Güterbeförderung kann transportiert werden natürlich Schüttgut, zum Beispiel Erze, Baustoffe, Kohle und so weiter, Containertransporte, dann Transport von besonderen Gütern, ich kann mir vorstellen auch von gefährlichen Gütern, dann Stückgutbeförderung wie zum Beispiel Baumstämme, Holz, Holzmaterialien, Walzstahl und was auch für mich ganz imponierend und begeisternd war, dass die Beförderung von Flüssiggütern, insbesondere jetzt nicht mal Milch und Wasser, sage ich, sondern Erdöl, Erdölerzeugnisse und Erdgas. Also das ist auch hochinteressant, werde ich dann gleich noch mal etwas näher euch zeigen. Und das Ganze kann ganz flexibel eingebunden werden in bisherige Infrastruktur. Das heißt, habe ich schon B- oder Entladestellen, jetzt zum Beispiel bei einer Fabrik,
dann wird das einfach integriert, die Bahn fährt hin, es wird mit eingebunden, das Ganze wird dann dorthin bewegt, wo es gebraucht wird. Und die Be- und Entladung, wenn man speziell eben mit dieser Bahn arbeitet, die geht in Sekundenschnelle, das heißt 8 Tonnen in einer Sekunde können hier zum Beispiel eingeladen werden mit Schüttgut zum Beispiel. Das werde ich dann nochmal zeigen. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist die Hochtransportsysteme oder auch die Hängetransportsysteme. Werden wir uns noch anschauen. Hochtransport ist natürlich, wenn die Bahn auf einer Hochbahnschiene oben fährt, da habe ich natürlich eine höhere Belastbarkeit, nämlich ich kann bis zu 100.000 Tonnen damit fortbewegen, mit einer Geschwindigkeit bis zu 120 Stundenkilometern. Im Vergleich zum Hängetransport, hier kann ich nur 40 Stundenkilometern fahren und eine Tragfähigkeit von 5 Tonnen. Die Beförderungsstrecke bei der Hochbahn liegt auch bei 5000 Metern. Das kann kein LKW ohne Fahrerwechsel zurücklegen. Und beim Hängetransport sind es nur 200 Kilometern. Das wird man wahrscheinlich mehr im Nahbereich oder im Stadtverkehr nutzen, denke ich mal. Und die Beförderungsleistung beim Hochtransportsystem liegt bei 250 Millionen Tonnen pro Jahr. Im Vergleich dazu 50 Millionen Tonnen pro Jahr beim Hängemodell. Beim Hängetransport könnte man aber auch noch Starkstromleitungen mit integrieren und das Ganze damit verbinden. So, wie sieht das dann aus? Hier haben wir zum Beispiel diese Hängemodelle hier oben. Gibt es auch natürlich alle möglichen verschiedenen Ausführungen. Hier haben wir sie beim Beladen mit Schüttgut. Hier haben wir eine Hochbahn beim Beladen mit Schüttgut, wie gesagt, extrem schnell, 8 Tonnen in 2 Sekunden. Die Bahn fährt hier laufend weiter und das Ganze wird hier eben eingefüllt. Und hier haben wir eben die Container, bei denen wir eben mit Gabelstaplern das Ganze beladen. So, man kann das Ganze, also diese Bahn auch integrieren ins See. Also in die speziellen Seehäfen, das heißt, man kann 15 bis 20 Kilometer hinaus aufs Meer, so eine Insel, zum Beispiel wie eine Bohrinsel oder so einen Turm, so eine schwimmende Insel integrieren und dann die Schiffe draußen auf dem Meer lassen. Sie müssen nicht mehr an Land, sondern die Zuladung oder die Entladung funktioniert dann draußen auf dem Meer. Und dann wird das hier über die Hoch- bzw. wenn man möchte, auch über die Hängebahn zum Land wieder transportiert oder eben weg. Und wie gesagt, das betrifft hauptsächlich die Güterlieferung, ist aber natürlich auch möglich für den Personenverkehr. Und so kann man die Rohstoffe eben draußen be- oder entladen und muss das Ganze nicht immer an Land machen. Und der Hafen gehört wieder den Menschen. Und hier kommen wir dann zur Erdöl- und Erdgasindustrie, was mir auch sehr imponiert hat. Man kennt ja diesen Begriff Pipeline. In Pipelines wird Erdöl transportiert. Hat man natürlich ein paar Herausforderungen, wenn man den Berg hoch muss oder rauf und runter. Man kann das Ganze bei der Pipeline nur in eine Richtung bewegen. Das ist hier deutlich ersichtlich in diesen Röhren, die erstens mal, naja, nicht unbedingt sehr schön aussehen. Aber okay, der Zweck heiligt die Mittel, aber man kann es nur in eine Richtung bewegen und man kann es nur für einen Faktor nutzen, zum Beispiel Erdöl, Erdgas, was auch immer. Und man kann auch eines nicht, man kann diese Erdöle aus verschiedenen Anbau- oder Abbaugebieten, kann man nicht getrennt transportieren, man muss es vermischen. Mit der Skywaybahn ist das anders. Hier wird das Ganze in sogenannten speziellen Kapseln hier, je nachdem, was man halt abfüllt, transportiert. Man kann in beide Richtungen das Ganze fortbewegen. Hier in die Richtung, wenn man möchte, auch in die andere Richtung. Man könnte oben sogar eine Hochbahn fahren lassen, alles gleichzeitig. Man könnte diese Kapseln hier mehrere hintereinander. Also man hat hier keinerlei Einschränkungen. Und das Ganze ist dann auch noch um 35-40% günstiger in der Herstellung, wie zum Beispiel eine Pipeline. Es
Ganze ist topologieunabhängig. Das heißt, die Bahn kann auch in die Höhe fahren durch diese, ich sage jetzt Pfeiler, wo ich die aufbaue, spielt keine Rolle. Durch diese Schienenmöglichkeiten, die wir kennengelernt haben, spielt keine Rolle, kann ich das alles wunderbar integrieren. Es ist zudem noch Temperaturunabhängig, ob es jetzt schneit, regnet oder Dauerfrost hat, spielt hier keine Rolle, was bei der Pipeline aber schon etwas anders ist. Und wie gesagt, ich kann hier Personen, Fracht oder auch sogar Lebensmittel mit der gleichen Schiene transportieren, spielt überhaupt keine Rolle. Natürlich wichtig für uns ist auch der Personenverkehr. Nicht nur die Güter müssen transportiert werden, auch wir wollen von A nach B kommen. Und wenn wir weiterfahren, sind wir auch ganz froh, wenn es mal manchmal einen Zug gibt oder ein Flugzeug im Moment. Nur Zug und Flugzeug hat natürlich schon seine Nachteile. Flugzeug, sage ich immer, erst einmal die Emission, die Schadstoffe, die es benötigt. Zweitens mal, was mich immer nervt, die ganze Prozedur, bis ich erst mal im Flugzeug sitze, beziehungsweise bis ich aussteige, meinen Koffer wieder habe und so weiter, ist sehr aufwendig. Mit der Bahn könnte man vieles hier vereinfachen, weil bei 500 Stundenkilometer, das ist Fluggeschwindigkeit, würde ich persönlich es vorziehen, tatsächlich mit der Bahn zu fahren. So. Und 500 Stundenkilometer fährt natürlich hauptsächlich interregionale Skyway-Bahn, die sogenannte Highspeed-Bahn. Sie kann eine Kapazität bei über 100 Fahrgästen vorwärts bewegen und hat einen Verbrauch, jetzt zum Beispiel bei 360 Stundenkilometer, man muss ja nicht immer Höchstgeschwindigkeit fahren, bei 0,7 bis 0,9 Liter Dieselmotoren, falls man Diesel nehmen würde. Muss ich immer wieder erwähnen, das ist ein Beispiel, damit wir uns vorstellen können, es wird aber vorzugsweise immer Strom verwendet, weil es einfach ökologischer ist. So, dazu kommt natürlich, wir haben bisher auch schon den sogenannten Regional- oder Nahverkehr, auch das gibt es bei der Skyway-Bahn. Diese Bahn kann bis zu 300 Stundenkilometer sich vorwärts bewegen, aber vielleicht auch bloß 150, je nachdem, wie halt einfach die Gegebenheiten sind. Auch eine Kapazität bis, also bei über 100 Fahrgästen, je nach Fahrzeug. Es gibt auch schon ab 14. Also da gibt es ja wirklich unendlich viele Möglichkeiten bei den Bahnen. Das ist alles schon ganz klar da und ausgedacht. Der Kraftstoffverbrauch liegt hier noch natürlich etwas niedriger, weil man auch langsamer fährt, nämlich bei Diesel wäre es zum Beispiel bei 0,5 bis 0,7 Liter, bei 100 Personenkilometern und bei 200 Stundenkilometern. Also man fährt ja in der Regel im Regionalbereich nicht ganz so schnell. 100 Personenkilometer heißt nichts anderes, Fahrzeug ungefähr 5 Tonnen dürfte das haben, 100 Personen beladen und 100 Kilometer. Das ist schon, wenn man überlegt mal, was ein Auto braucht, sehr, sehr wenig. Und dann gibt es natürlich noch den klassischen Stadtverkehr oder vom Stadtverkehr auch zum Flughafen raus. Hier legt man Höchstgeschwindigkeiten zurück bis zu 150 Stundenkilometern, Beförderungsleistung über 20.000 Fahrgäste pro Stunde. Also das ist unglaublich. Man kann sich vorstellen, was das in den großen Metropolen, in den Großstädten ausmacht, wenn man diese Menge an Personen in dieser kurzen Zeit wegbewegen kann. Warum ist das möglich? Ganz einfach, weil man bei Bedarf alle 2 Sekunden eine Bahn starten kann. Also nicht, wie es bei der U-Bahn ist, sie ist jetzt weg und die nächste kommt wieder in 10 Minuten, sondern man kann alle 2 Sekunden eine Bahn fahren lassen. Es gibt verschiedene Größen, verschiedene Kapazitäten. Wenn ich dann auch immer wieder gefragt werde, naja, Entschuldigung, aber so schnell können ja die Leute gar nicht einsteigen. Es gibt ja verschiedene Größen. Und wie gesagt, das Fahrzeug fährt weg. Das nächste könnte 2 Sekunden später sofort wieder starten. Und so kann man natürlich eine extrem hohe Verkehrsleistung erreichen. Zudem ist das Ganze um 20- bis 30-faches billiger, wie zum Beispiel die U-Bahn. Und wenn ich jetzt zum Vergleich noch die Straßenbahn nehme, da graut mir jedes Mal, wenn ich als Autofahrer in der Stadt unterwegs bin und die Straßenbahn kreuzt. Also das Thema haben wir auch gelöst, weil die Bahn bewegt sich ja in der Höhe. So, und jetzt kommen wir zu unserem, ich sage jetzt mal, künftigen Auto. Der eine oder andere wird vielleicht schmunzeln, aber
Es ist so, das künftige Auto soll das Unibike werden. Ich zeige es euch gleich nochmal ein paar Beispiele. Unibike wird es geben von 1 bis 5 Personen. Wird es geben als Fitnesscenter oder ohne Fitness, das heißt mit Tretmöglichkeit oder ohne Tretmöglichkeit. Diese Unibikes sollen tatsächlich, wenn sie in der Masse produziert werden, Zielsetzung ist 1 Million im Jahr, sollen die ab 1000 Euro erhältlich sein. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, wie ist sowas überhaupt möglich? Denn wenn wir uns dieses Unibike mal ansehen, wir haben hier dieses Spezialglas. Bis 35 Kilo Last, wenn ich mit dem Hammer drauf hau, passiert gar nichts. Das Glas ist so ausgelegt, dass es den Temperaturausgleich schafft. Das heißt, wenn es innen warm ist und außen, deutsch gesagt, saukalt, gefriert, dann spielt es überhaupt keine Rolle, weil das ist so ausgelegt, dass die Wärme innen bleibt und die Kälte außen. Oder im Sommer umgekehrt, draußen ist es sehr heiß. Innen soll es kühl bleiben, man hat ja drinnen logischerweise Klimaanlage. Auch das wird durch dieses Spezialglas verhindert, dass es sich innen aufheizt. Zudem werden diese Unibikes oder die kleinen Unicars, wird es auch geben, werden die ausgestattet werden, natürlich mit Computersystemen, mit Radio zum Beispiel, mit Internet. Man kann sich sogar Scanner, also Körperscanner einbauen lassen, die einen Blutdruck messen, was auch immer so bis dahin noch möglich sein wird. Also wir sagen immer, das Unibike ist das Smartphone und bisher haben wir das ganz normale Handy. Also früher gab es das Handy oder vielleicht noch ganz am Anfang diese Knochen und das Unibike wird das Smartphone, das einfach die ganze Computertechnologie integriert hat. Jetzt werden Sie sagen, wenn Sie erst recht sagen, ja, wieso ist das so günstig möglich? Ganz einfach. Wenn Sie sich mal überlegen, Sie fahren mit Ihrem Auto. Bei mir ist es ganz typisch. Wir haben zwei Autos. Ich brauche aber zwei. Wenn mein Mann nicht da ist, muss ich ein Fahrzeug haben. Ich habe keine Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmitteln bei mir hier. Ich lebe ziemlich ländlich. So, also brauche ich ein zweites Auto. Kostet sehr viel, brauche ich aber nur hin und wieder. Und genau das nutzt man hier aus beim Unibike oder auch beim Unicar. Man sagt, der Käufer bekommt hier unten diese Karosserie, aber oben die Technik, die bleibt einfach zum Beispiel beim Verkäufer bei Skyway. So, ich lebe jetzt in der Stadt oder irgendwo, dann setze ich mich in mein Unibike rein, tippe oben in der Tastatur ein, ich möchte da und da hin, die und die Zeit. Dann schwuppdiwupp kommt oben die Technik, die hängt mich an und bewegt mich mit meinem Unibike dorthin, wo ich gern hin möchte. Das wird die Zukunft sein. Der Vorteil ist, ich brauche mich nicht konzentrieren auf den Straßenverkehr. Egal wie schlecht es mir geht, kein Problem. Ob ich jetzt 90 oder 100 bin, niemand nimmt mir den Führerschein. Wer weiß, ob ich den überhaupt noch brauche dann. Wahrscheinlich brauche ich den gar nicht mehr. Das Ganze ist unabhängig. Jeder kann mit dem Unibike hinfahren, wo er will. Er muss nur den Computer bedienen können. Das ist Science Fiction pur. Nur es ist kein Science Fiction mehr. Es ist Realität. Ich bin im ersten Unibike bei der InnoTrans gesessen. Ich habe mir schon ein bisschen was angesehen, wie das innen ausschaut. Also ist schon faszinierend, was die da vorhaben. Und zum Thema, Sie werden sich vielleicht auch fragen, ja, wie wollen die hier 1 Million Unibikes im Jahr produzieren? Hier sieht man zum Beispiel auch ein paar verschiedene Modelle, wie das in der Stadt aussehen könnte oder hier übers Wasser drüber. Also man sieht schon alle möglichen Variationen. Das ist ganz einfach. Die verhandeln jetzt schon mit Firmen, die sogenannte Roboter herstellen, die dann dieses Unibike produzieren wird. Also auch für mich hochinteressant. So, und hier haben wir ein paar Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Bahnhöfe aussehen können. Ganz typisch meistens diese Rundelle hier. Ich habe ja schon erwähnt, wenn man die Richtung wechseln will, dann muss man ja ein Kurvenelement einbauen. Und das macht man natürlich in der Regel hier in diese Türme. Hier oben wieder ganz typisch die Ökologie, die man immer wieder integriert. Es soll ja für den Menschen wieder angenehm sein. Hier hat man ein Kurvenelement integriert, auch in eine Zusteigemöglichkeit. Hier, das haben wir schon mal gesehen, da ist jetzt nicht unbedingt eine Zusteigemöglichkeit,
Aber mit einer sanften Kurve könnte man auch zum Beispiel hier rüber wechseln. Sieht auch so aus. Hier, das geht rundherum, dieses Kurvenelement, und hier hinten fährt die Bahn. Und hier fährt man eben mit dem Aufzug oder der Rolltreppe hoch und steigt ein. Hier wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man es über die Autobahn drüber baut. Also es gibt hier die unterschiedlichsten Variationen und Möglichkeiten. Und die hohen Türme sind natürlich auch solche Vorgänge oder wo man einsteigen oder zusteigen kann. So, und wer ist jetzt der Erfinder dieser gigantischen, ja, innovativen, für mich sehr beeindruckenden Technologie? Anatoli Eduardowitsch Junitsky. Ein Phänomen für mich, der Mann arbeitet seit fast 40 Jahren an dieser gigantischen Technologie und hat nicht aufgegeben, er hat sich nicht abbringen lassen, er hat 15 Jahre gekämpft, bis er vor dem Verkehrsministerium in Russland die Anerkennung bekam als innovative, ausführbare Technologie. Und Russland hat jetzt auch den Vertrag unterschrieben, schon bereits. Die werden jetzt definitiv in allen Bereichen anfangen zu bauen. Das steht schon mal fest. So, zum Junitsky selber noch. Er ist der Autor von 140 Erfindungen. 30 seiner Erfindungen wurden bereits in der ehemaligen UdSSR umgesetzt, mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Er ist zudem der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien. Eine Monographie ist einfach eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit einem Gegenstand befasst, und der Verfasser von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Also man sieht schon, nicht irgendjemand. Zudem ist er das Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics seit 1986, und aus dieser Zeit kommt auch diese Idee, diese Vision. Nämlich der Ursprung war, er wollte Spaceway haben. Man sieht hier das Buch, das er in der Hand hält. Hier drinnen, glaube ich, ist beschrieben seine Vision vom Spaceway. Das heißt, er möchte langfristig, oder seine Vision wäre, dieses Transportwesen komplett von der Erde weg ins All hinaus bewegen. Wie er das vorhat, ich bin kein Techniker, das ist mir zu hoch, aber schon allein diese Idee ist unglaublich. Und der Vorreiter ist eben jetzt Skyway. Dann ist er noch Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften, und das seit 2000. Und natürlich der Erfinder dieser gigantischen Skyway-String-Transporttechnologie. Hier haben wir ein paar seiner Patente und Auszeichnungen, auf die ich natürlich nicht im Detail eingehen werde. Und jetzt kommen wir zu dem Projekt, das im Moment bei uns Investoren in aller Munde ist. Der Öko-Technopark. Was hat es mit diesem Öko-Technopark auf sich? Er hat eine ganz, ganz wichtige Funktion für uns, ich sage jetzt mal, für den Vorgang, dass es gebaut wird. Nämlich, er dient der Präsentation, das heißt der Vorführung, für die interessierten Länder, die bauen möchten, und natürlich dient er auch der Verifizierung, also der Zertifizierung, Entschuldigung, der Zertifizierung. Jedes Unternehmen, das was auf sich hält, das lässt sich zertifizieren. So, es gibt im Moment noch keine Vergleiche im Bereich Zertifizierung, denn diese Technik ist einzigartig, ist es, was ganz neu eben geschaffen wurde. Und deshalb hat Junitsky und sein Team auch vorher diese Maßstäbe sehr hoch anzusetzen und eben hier, dass nicht gleich jeder das Ganze nachahmen kann. Und diese Zertifizierung wird hier in diesem Öko-Technopark durchgeführt. Und wie gesagt, am 29. November wird hier erstmals das Unibike und der Unibus live fahren. Dazu sind meines Wissens im Moment 11 Ländervertreter vor Ort. Was mir jetzt spontan einfällt, das ist Schweiz, Philippines, dann Russland weiß ich jetzt nicht genau, Siemens wird vertreten sein, also ich weiß jetzt nicht alle Länder, ich könnte mir vorstellen Schottland, aber ganz genau weiß ich jetzt im Moment nicht, wer alles geladen ist. Das Ganze findet statt eben vor geladenen, Australien natürlich, klar, vorgeladenen Gästen und in kleinem Kreis. Und hier wird das erste Mal, wie gesagt,
das Unibike live gezeigt und der Unibus, das Fahrzeug, das wir auch in Berlin live sehen durften bei der InnoTrans im September. Hier haben wir die Regionalstrecke oder die Unibike-Strecke, beide können hier fahren. Hier hinten haben wir die Transporttrasse und hier vorne haben wir die Highspeed-Trasse. Diese Highspeed-Trasse war ursprünglich geplant mit 30 Kilometer. Man muss ja das Ganze, diese Geschwindigkeit beschleunigen und auch wieder die Geschwindigkeit reduzieren. Aber dank der Gravitationsmotorbremse, die man dann mit integriert hat, konnte man diese Strecke auf 16 Kilometer verkürzen und hat sich somit sehr, sehr viel Geld eingespart, weil man muss ungefähr pro Kilometer zwischen 2,5 und 3,5 Millionen US-Dollar rechnen. Also wer ein bisschen rechnen kann, weiß, dass das jede Menge Geld ist. So, hier, wie gesagt, dieser wird jetzt die erste Vorführung sein am 29. November vor geladenen Gästen. Dieser Park wird derzeit finanziert über Privatinvestoren auf Crowdfunding, und zwar zu 15%. 15% gibt es noch spezielle Investoren, die seit Anfang dabei sind, und 70% hat Unitsky selber. Und hier in diesem Gebäude hier wird man auch Miniaturenvorführungen machen und natürlich Verträge unterzeichnen, und später wird das ein Museum werden. Diesen Park kann man auch, wenn man möchte, nächstes Jahr im April, da wird es ein Investorenfest geben, live besuchen. Wo steht er? Mariana Gorka, das ist in der Nähe von Minsk. Minsk ist sehr zentral gelegen, dort ist sehr viel Wissenschaft vor Ort. Und dort hat man eine sehr gute Verkehrsanbindung. Wie gesagt, der ist im Moment das Highlight. In den finanzieren wir momentan, derjenige, der möchte, kann hier eben sich mit einbringen in die Technologie. Und wer hier dieses Projekt noch mitfinanziert, der wird dann an der weltweiten Kapitalisierung mit beteiligt werden. Er ist ursprünglich mit einer Investitionssumme von 240 Millionen US-Dollar festgelegt worden. Und die Projektumsetzung begann im vergangenen Jahr, und zwar im September, mit dem Bau des Ökoparks 2015, wird endgültig fertig werden 2018, nämlich die Highspeed-Strecke, die kann natürlich nicht von heute auf morgen gebaut werden, kostet ja auch sehr viel, wird ja auch noch finanziert im Moment. Solange es für Privatinvestoren noch möglich ist, solange jetzt nicht Großinvestoren die letzten Anteile aufkaufen. Und die Finanzierungsquellen, wie gesagt, sind hauptsächlich eben schon ein paar Investoren, die von Anfang an das Ganze mit aufgebaut haben, und eben kleine Privatinvestoren, in Anführungszeichen, wie wir es sind. Nämlich hat man bereits über 2 Milliarden US-Dollar schon über Kleininvestoren, nämlich über 30.000 Kleininvestoren gesammelt. Mittlerweile stimmen die Zahlen nicht mehr, die sind schon wesentlich höher, wir sind schon wesentlich weiter. Und diese Technologie, die wurde mit einem Immaterialgutwert, das heißt mit einem Ausbauwert, wenn das Ganze mal irgendwo verwirklicht ist, geschätzt von mindestens 400 Milliarden US-Dollar. Ich kann mir vorstellen, bei dem Interesse, dass man jetzt schon merkt, dass es noch viel, viel mehr werden wird. Aber gut, lasst sei es mal dahingestellt. Fakt ist, der Wert wird jetzt schon auf das Zehnfache geschätzt, nämlich der Geschäftswert auf das Zehnfache von eben diesen 240 Millionen US-Dollar. So, hier haben wir ein paar Bilder noch. Wer ganz am Anfang dabei war, hat ja auch das Video gesehen vom, ja, ich sage jetzt mal, vom Öko-Techno-Park. Ich finde es immer wieder gigantisch. Ich bin so beeindruckt von den Weißrussen oder von dem Team von Unitsky. Die arbeiten momentan Tag und Nacht und auch am Wochenende an der Fertigstellung. Hier oben sieht man Lasertests in der Nacht. Unten sieht man eben schon die einzelnen Gebäude. Dann sieht man hier, wie die Schienen schon geliefert wurden. In dem Video kann man es noch deutlicher sehen. Das sind natürlich ältere Bilder. Die neueren zeigen sie uns im Moment nicht mehr. Soll eine Überraschung jetzt werden, wenn sie fertig sind. Aber diese Bilder haben sie uns gezeigt hier, als wir in Riga waren oder in Jurmala vor, ja, Mitte Oktober.
Daher sind diese Bilder des Ökoparks. So, wo sind wir jetzt im Moment? Technologie wurde entwickelt, wie gesagt, seit fast 40 Jahren. Seit 1977 hat er gestartet. 1978 war die Entwicklung der Technologie. 2014 hat man dann das Design entwickelt. Da hat man dann auch angefangen, Gelder zu sammeln über Privatinvestoren. Dann 2015 hat man die Gelder, die man sammelte für das Bauvorhaben, eben den Ökotechnopark, verwendet. Und jetzt befinden wir uns in der Phase der Demonstration. Wie gesagt, kurz vor knapp, wir sind alle schon ganz aufgeregt, was wir da zu sehen bekommen. Sicherlich wird es wieder viele YouTube-Videos geben. Und dann geht es in die Markteinführung. Markteinführung heißt einfach, dass der Bau an den einzelnen Orten begonnen wird. So. Wir befinden uns derzeit in der Phase 8 seit dem 20. Oktober. Hier werden 7 Milliarden Anteile mit einem validierten Wert von 1 Dollar angeboten noch. Und wenn die verkauft sind an Privatinvestoren oder auch wenn sie jetzt kommen vielleicht nach der Vorführung mit den Großinvestoren, auch da laufen, soweit ich gehört habe, schon einige Verhandlungen. Am 29. wird eben dann die Vorführung sein. Und da kann natürlich jetzt einiges passieren. Vielleicht das Ende für uns Kleininvestoren müssen wir einfach jetzt mal abwarten. So, und wie sieht es dann eben aus mit der Ausführung, mit der Verwirklichung dieser grandiosen Technologie? Sie werden sich vielleicht fragen, wie sieht denn das Interesse aus? Also ich kann Ihnen eines versichern, das Interesse ist riesig groß. Man hat es gesehen bei der InnoTrans, ich habe noch ein paar Bilder dann dabei. In Berlin, Skyway war der mit Abstand meistbesuchteste Stand. Das meiste Interesse lag bei dieser Technologie, bei der ganzen InnoTrans, obwohl viele andere da waren, auch Hyperloop und was auch immer so angeboten wurde. Der kleinste Stand, aber die meisten Leute. Das kann man wirklich mit Abstand sagen. Egal, wann Bilder gemacht wurden, immer jede Menge Leute. So, hier haben wir einen Faktor, wo natürlich definitiv schon ausgeführt wird, wir haben hier Rod Hook, das ist der ehemalige Verkehrsminister von Australien. Zudem ist er noch Transportunternehmer. Er setzt sich in Australien ein. Dort wird das erste oder ist das erste Projekt überhaupt geplant worden, nämlich die Universität in Flinders. Da komme ich gleich noch dazu. Das ist sein Verdienst. Er wurde aktiviert über eine Privatinvestorin. Und begeistert dafür, hat sich dann letztes Jahr nach Minsk begeben und war so begeistert von der Technologie, dass er gesagt hat, das ist es für Australien. Warum ist das für Australien so interessant? Australien ist ein Land, ich zeige es jetzt, gehe mal kurz eins vor. Wenn wir uns das hier ansehen, in Australien ist hier die ganze Bevölkerung, die lebt hier in diesem Bereich zwischen Melbourne und Sydney. Und hier in diesen Bereichen hier befinden sich die ganzen Erzminen. Ich sage jetzt mal, die abgebauten Produkte müssen aber hierhin gebracht werden zur Verarbeitung. Und wie sieht es aus über entweder so wie hier Steppe oder hier sieht man es auch nochmal. Keine Besiedlung, nichts. So. Und dann hat man teilweise Straßenverhältnisse, weil durch die extreme Entfernung von A nach B kann man natürlich nicht diese Straßen bauen wie bei uns. Auch das Schienensystem hat große Probleme hier zum Beispiel. Man baut, man muss es ständig wieder erneuern, dann wird es unterspült, ausgeschwemmt, zum Beispiel durch irgendwelche extreme Regenfälle und so weiter. Man hat immer das Problem, dass man teilweise die Ware, ich sage jetzt mal die Abbauprodukte aus den Erzminen, nicht zur Verarbeitungsstelle bringen konnte. Mit der Skywaybahn könnte man das alles wunderbar umgehen. Erstens mal ist die Herstellung wesentlich günstiger. Zweitens mal, man könnte oben und unten transportieren. Das Ganze ist, ich sage jetzt, unabhängig vom Wetter, unabhängig, ob es Überschwemmungen gibt, spielt überhaupt keine Rolle. Bisher hat man auf den Straßen das so transportiert. LKW mit X Anhängern. Das Ganze, die müssen natürlich Pausen machen und so weiter. Ist sehr langwierig. Teilweise sind die Straßen überschwemmt.
Mit der Skyway-Bahn könnte man das Problem wunderbar in den Griff bekommen. Und hier sieht auch Rottug die größte Kapazität, aber natürlich auch zudem, wie bei uns auch in den Städten, Schnellstrecken eben zwischen Melbourne und Sydney. Da gibt es eine Schnellstrecke mit der Eisenbahn. Hier meinte auch, könnte man parallel eine Skyway-Bahn eben bauen. Und der Start des Ganzen, der geplante Start ist hier diese Universität Flinders. Flinders hat eine große Herausforderung. Man sieht hier etwas schwach. Man hat hier die Uni und hier drüben ist der Campus. Was aber dazwischen ist, ist ein Riesenberg. Und da kann man mit herkömmlichen Transportwegen nicht drüber. Und so, hier hat man eine Eisenbahnlinie. Und so hat man gesagt, baut man hier 1 Kilometer Strecke über den Berg drüber. Und so könnte man die Studenten von A nach B transportieren. So, jetzt verzögert sich das Ganze, weil die wollten schon anfangen zu bauen, weil man hier bei der Universität jetzt ein Gebäude baut auf 30 Meter Höhe. Integriert soll dort werden eine Parkanlage, auch Geschäfte für die Studenten. Und oben auf diesem Gebäude, da soll dann der Ankerpfeiler mit der Zusteigemöglichkeit drauf. Und das bedarf natürlich noch einigen Genehmigungen. Deshalb ist dieses Projekt im Moment noch verschoben. Es wird wahrscheinlich bis 2018 dauern. Spielt keine Rolle. Dieses Projekt ist definitiv schon fest geplant. In Australien gibt es auch eine Tochtergesellschaft, nämlich die Skyway Australia. Und das Ganze hat eben Rottug gegründet, der hier ganz stark schon zusammenarbeitet eben mit Unitsky. Und dort wird man natürlich eben diese Unibikes schwerpunktmäßig einsetzen. Könnte man vorstellen, vielleicht auch noch kleinere Unibusse, so wie man sie hier sieht. Ja, hier oben haben wir ein Bild von der Messe in Berlin. Hier ist ein kleineres Stadtfahrzeug, ein Unibus. Und hier haben wir einen Zweisitzer vom Unibike. Fasziniert, wie das aussieht. Hier haben wir einen Ausschnitt vom Sitz, ein speziell ergonomischer Sitz, den noch niemand herstellen konnte. Deshalb musste das Skyway selbst machen. Hier in der Mitte haben wir Barburin, links Rottug und die Dame ist mir jetzt nicht bekannt. Hier aber nochmal das Spezialrad. Also wie gesagt, das sind Bilder von der InnoTrans in Berlin. Die InnoTrans in Berlin war der Auslöser für die Einladungen, wie es so schön heißt, im eigenen Land zählt man am wenigsten, für die Einladung in Minsk, nämlich einerseits auf einer Transportmesse, die haben da scheinbar so eine Transportwoche. Und da wurden sie plötzlich, weil das Interesse so groß war in Berlin, eingeladen. Das war ungefähr 1, 2 Wochen später. Und dann war auch noch die Expo, 2 Tage später, auch die Energy Expo in Minsk. Auch diese Einladung erfolgte erst auf den enormen Erfolg bei der InnoTrans in Berlin. Das heißt, Berlin war tatsächlich für diese Technologie ein extremer Meilenstein. So, und kurz darauf, ich glaube 1 Woche später, war dann noch in Rom das Umweltforum. Dort war der, ich glaube, der Umweltminister von Italien. Weiß nicht genau, was direkt der Minister oder der stellvertretende Umweltminister von Italien, der war sprachlos. Das Einzige, was er sagte, wow. Und er hat dann gesagt, er möchte sich persönlich dafür einsetzen, dass auch Italien eben diese Technologie für sich nutzt. Also zum Thema ist es von Interesse. Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr sagen. So, ich bin jetzt mit der Präsentation soweit am Ende. Ich komme jetzt noch zu den Skyway News. Diese Woche gibt es nicht so sehr viel zum Erzählen. Die News, ja, würde ich mal sagen, berufen sich auf das, was wir natürlich im Moment alles mit ganz großer Spannung erwarten, nämlich die Vorführung im Öko-Technopark am 29. Hier sieht man schon, der Winter ist eingekehrt, sie arbeiten weiter wie die Verrückten, um einfach diesen Termin einhalten zu können. Ich bewundere sie da wirklich unglaublich. Es gibt hier kein Wenn und Aber, der 29. wird hier eingehalten und sie sind im Zeitplan. Sie haben ihre Fristen perfekt eingehalten, teilweise sogar etwas schneller. Also das zum Abschluss. Wir freuen uns, es ist nicht mehr lange, der 29. November ist schon sehr, sehr bald
Und es wird sehr spannend werden, was wir dann danach erfahren.